different world. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Jurassic World Evolution 2 Video. Es gibt mal wieder was Neues zu berichten, aber es wird wahrscheinlich die meisten Leute nicht sehr begeistern. Denn Frontier hat nämlich neue News bekannt gegeben über Jurassic World Evolution 2, wie die gesamten Spielemodis sich ungefähr spielen lassen und was es alles Freischaltbares geben soll. Und ich würde einfach mal sagen, dass wir uns mal einen kleinen Blick auf den Artikel drauf werfen. In dem Artikel des Forums wird vor allem als Feature-Fokus die ganzen Spielemodis angesprochen, beziehungsweise wie das alles abläuft, wenn man das Spiel spielt, damit man eine interessante Spielerfahrung hat. Zuerst einmal das ganz Normale, was wir schon wissen, was vor allem aus dem ersten Teil übertragen ist. Man spielt auf jeden Fall wieder eine Kampagne und innerhalb dieser Kampagne schaltet man sich die gesamten Tiere und die gesamten Bauteile nach und nach frei und hat dann sozusagen alles am Ende schließlich, so wie es sein muss. Und im Challenge-Modus gibt es vor allem auch wieder erst einmal die ganzen Schwierigkeitsgraden zu lesen, und zwar Easy, Medium, Schwer und Jurassic. Wobei man ja weiß, dass Jurassic wirklich die härteste Stufe ist, wo man Challenge-Modus spielen kann. Das Gute ist, dass der Challenge-Modus vor allem von Anfang an wieder mit drin ist. Einer der interessantesten Aspekte dürfte aber vor allem sein, dass es eben nicht möglich ist, direkt von Anfang an den Jurassic-Mode vom Challenge-Modus zu spielen. Das bedeutet, wenn man mit dem Challenge-Modus anfängt, dann fängt man vor allem erstmal mit ganz easy an und muss sich die ganzen Schwierigkeitsgrade vor allem freischalten, je nachdem, welche Parkbewertung dein gesamter Park hat. Man fängt also sozusagen ganz leicht an und danach wird es sehr viel schwerer. Das heißt, man muss sich sozusagen von unten bis ganz oben arbeiten. Das Problem ist allerdings, beziehungsweise der Clou an der Sache, ist vor allem, dass je höher du kommst, umso schwieriger wird es auch, deinen Park zu gestalten, weil vor allem der Platz auf der Insel natürlich auch kleiner sein wird. Und nicht nur das. Die Anzahl der erhältlichen Dinosaurierarten wird vor allem auch rapide abnehmen, je höher man voranschreitet. Das heißt, man muss mit weniger Dinosaurierarten zurechtkommen, um deinen Park zu verwalten und ihn zu einem 5-Sterne-Park zu machen. Und dazu kommen ja noch zum Beispiel die ganzen Stürme noch mit dazu und die ganzen Sabotagen und das alles. Es ist auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung, viel mehr als man das schon im ersten Teil hatte. Ich persönlich bin kein Fan von den Challenge-Modes gewesen, beziehungsweise von den ganz schweren Challenge-Modes, weil für mich sind die selbst innerhalb der Zeitgrenze für mich einfach nicht machbar. Selbst die normalen Challenge-Modes in leicht waren für mich auch ziemlich schwer machbar, weil das ist dann auch immer schwerer geworden und irgendwann habe ich es eben zwar doch geschafft, aber ich war ziemlich deutlich über die Zeitgrenze drüber weg, weswegen ich einfach gesagt habe, nein, das will ich auf jeden Fall nicht nochmal machen. Einmal habe ich dann Jurassic Mode probiert und es klappte nicht. Mein Platz war ausgebaut und ich habe es tatsächlich nur mindestens auf 4 Sterne oder so geschafft. Jedenfalls wird es hierbei auch wieder die Möglichkeit geben, durch den Challenge-Modus sich spezielle Skins freizuschalten, welche man in seinen Dinosauriern dann vorfinden kann, welche dann ermöglichen, dass man sozusagen noch mehr Skin-Variabilität hat. Und das könnte vielleicht ein kleines Problem sein, denn nicht jeder spielt nämlich Jurassic-Modus. Und deswegen hat nicht jeder auch Zugang zu diesen Skins, weshalb ich das schade finde. Ich finde, die sollten vielleicht den Challenge-Modus einfach nur so reinmachen, ohne dass da irgendwas Freischaltbares ist.
Jetzt beginnt aber mal wieder das Hassenswerteste, was jeder wahrscheinlich niemals erwartet hat, wo sich viele auch gewünscht haben, dass es nicht so auftauchen wird. Aber leider wird es auch in Jurassic World Evolution wieder so sein, und zwar geht es um den Sandbox-Modus. Vorneweg, der Sandbox-Modus wird nicht von Anfang an zur Verfügung stehen, was ich wirklich sehr schade finde. Beziehungsweise ist der Sandbox-Modus vor allem wieder mal dafür da, um das Spiel erst ganz am Ende so zu genießen, wie man will. Für manche Leute ist das vielleicht sogar etwas frustrierend, weil nämlich man wieder da an die Story gebunden ist, um den Sandbox-Modus zu spielen. Allerdings sieht man auch bei Planet Zoo zum Beispiel, dass ein Kampagnenmodus nicht unbedingt erforderlich ist, um trotzdem Spaß am Spiel zu haben. Wenn eine Sandbox von Anfang an schon frei ist, wo zum Beispiel alles frei ist, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Aber in Jurassic World Evolution ist das Sandbox mal wieder so, wie halt im ersten Teil. Wenn man die Kampagne beendet hat, dann hat man halt sozusagen die Kampagne für sich beendet und hat dann sozusagen erst am Ende der Kampagne die Skins von der Kampagne frei. Und hier kommt ein kleines Problem. Man hat dann nämlich laut diesem Text nämlich nur die Stellen der Kampagne frei. Und das ist ein kleines bisschen kompliziert und auch ein kleines bisschen schade. Natürlich wollen Frontier und Co., dass man die ganzen neuen Spielemodis ausprobiert, wie zum Beispiel den Chaos Fury Mode und das alles. Allerdings könnte das vielleicht sogar ein kleines Problem sein für die, die zum Beispiel das Spiel nicht vollständig durchspielen, sondern einfach nur an den Kampagnen interessiert sind. In den vergangenen DLCs von Jurassic World Evolution 1 musste man vor allem sich immer durch eine Kampagne kämpfen, ehe man alles hatte. Und das war's dann. Natürlich will man auch ein kleines bisschen das Spielgefühl erhöhen, aber das mal wieder auf eine Sandbox zu binden, wo dann nicht alles frei ist, finde ich irgendwie ein kleines bisschen falsch. Denn im Grunde hat man jetzt sozusagen noch mehr Arbeit. Man muss erstmal die Kampagne machen, dann hat man alles frei. Dann muss man den Chaos Fury Mode spielen. Und dann hat man dort alles frei. Und am Ende muss man sogar noch den Challenge Mode komplett durchspielen. Und dann hat man da auch alles frei. Ich habe schon YouTube-Videos gesehen von manchen Leuten, die so sagen, das gefällt ihnen absolut nicht. Am liebsten sollte man doch wirklich eine Sandbox haben, wo man alles frei hat, anstelle eine Sandbox zu haben, wo man halt nur das frei hat, was man eben am Anfang frei hat. Oder auch nicht. Allerdings gibt es einen positiven Aspekt, der mich sehr überrascht hat. Und zwar kann man Sandbox-Modus nicht nur auf einer Karte spielen, sondern auf vielen verschiedenen Karten. Allerdings ist da auch ein kleiner Nachteil, und zwar werden nicht alle Karten für die Sandbox Modis verfügbar sein. Das heißt, die Anzahl der Karten, die man auf der Sandbox spielen kann, ist leider begrenzt. Aber so wie es aussieht, kann man durch die Ausreizungen des Territoriensystems, welche die bei Jurassic World Evolution eingebaut haben, sich sogar ein kleines Reservat aufbauen von Dinosauriern, die halt sozusagen wie in Side B dann miteinander leben werden. Und dann von dem Revier so profitieren, wie man das sich zum Beispiel schon seit Ewigkeiten gewünscht hat. Dadurch, dass die Dinosaurier sich zum Beispiel von den Bäumen ernähren können, ist es jetzt zum Beispiel möglich, einfach mal so eine ganz freie Insel zu machen und seine Dinosaurier sozusagen auszuwildern und diese in der Wildnis leben zu lassen. Und so, als würden die schon immer auf dieser Insel leben. Oder beziehungsweise auf der Karte. Man kann also Dinosaurier in der Wildnis ansiedeln. Genauso wie bei Jurassic Park Operation Genesis. Und ich denke, dass dieses Feature ausreizen, was man hier auf der Sandbox-Insel sieht, ist doch sehr nettes Feature. Und ich denke, das ist auch eine Belohnung dafür, dass man sozusagen beweisen konnte, dass man das Spiel eben wirklich durchgespielt hat. Ob ich es machen werde? Natürlich mache ich das, ihr kennt mich ja. Ich habe schon Jurassic World Evolution 1 komplett durchgespielt. Ich denke, da schaffe ich es auch mit Jurassic World Evolution 2 nochmal. Ob ich allerdings auch in Challenge-Modus komplett durchspielen werde oder wie damals
Ja, wie ich das damals gemacht habe, das ist natürlich noch eine Frage, die in Sternen steht. Um es kurz zu machen, ich habe mich so ein kleines bisschen durchgecheatet. Damals habe ich nämlich, um alle 5 Sterne auf den Inseln zu bekommen, habe ich mich tatsächlich mit einem Glitch bedient gemacht. Und zwar ist es eigentlich eine andere Geschichte, aber ich habe einen 5-Sterne-Glitch gemacht. Sobald man nämlich seinen Park geschlossen hat, hat man nämlich automatisch noch ein paar Sterne dazugekriegt. Und das habe ich benutzt, um vor allem den Park auf 5 Sterne zu pushen. Obwohl er eigentlich kein 5-Sterne-Park war. Und das fand ich sehr interessant, dass sowas eben damals ging. Und damit habe ich sozusagen die meisten Kampagnenzeugs freigeschaltet. Aber ich denke, weil das gefixt wurde, wird es wahrscheinlich auch nicht wieder mehr da sein. Weswegen man hier vor allem auch ein kleines bisschen auf Fair Play vertrauen muss. Aber das habt ihr nicht gehört oder sowas ähnliches. Doch, das habt ihr schon gehört, aber ich denke, dass ich das auch nicht wieder machen werde. Ich werde erstmal so versuchen, das herauszukriegen, beziehungsweise das herauszuarbeiten, was man herausarbeiten kann. Wenn es trotzdem nichts wird, dann habe ich eben Pech gehabt. Oder ich starte eben die Insel neu, um das nochmal genauer zu bauen. Ihr habt ja gesehen, dass ich vor allem manchmal Scheiße gebaut habe. Und irgendwann habe ich mir sogar mal vorgenommen, die ganzen Inseln neu zu bauen. Habe ich bis heute noch nicht gemacht. Werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Aber ich werde wahrscheinlich, wenn ich das Tutorial durchgespielt habe und ich habe die Freiwilligkeit oder beziehungsweise die freie Bahn zum Bauen, werde ich auf jeden Fall schon mal mich so dahin arbeiten, wie ich das zum Beispiel im ersten Teil gemacht habe, dass ich sozusagen ganze Anlagen baue, die sozusagen für die Dinosaurier bestimmt sind. Und dann werde ich mich halt so auf die 5 Sterne hocharbeiten, selbst wenn ich damit einen ganzen Park platt machen muss. So habe ich das zumindest gemacht. Das sind jedenfalls die News. Ich für meinen Teil denke, dass man dabei sogar ziemlich zwiegespalten sein kann, weil unter anderem gab es viele Leute, die das vielleicht sogar gestört hat, dass das Freischaltbare sich so freispielen ließ, beziehungsweise dass die Sandbox-Insel dann eher was für einen Schluss war, wie zum Beispiel, dass man sich das nun mal hier alles ansieht. Wobei ich viel lieber hätte, dass die Sandbox-Insel sogar von Anfang an schon freigeschaltet ist. Aber das ist leider jetzt nicht möglich. Sie haben es wieder gemacht und daran kann man jetzt leider nichts mehr ändern. Unter anderem finde ich es aber gut, dass die den Sandbox-Modus so ein kleines bisschen erweitert haben, dass man hier sozusagen die Möglichkeit bekommt, sich so ein kleines Reservoir zu bauen, so wie Site B, wo die Dinosaurier sich selbst versorgen können, auch wenn es leider keine Jungdinosaurier geben wird. Aber solche Züge ist mir leider von Frontier schon gewohnt, dass die zwar ein tolles Spiel raushauen, aber eigentlich das Grundsätzliche überhaupt generell weglassen. Diesbezüglich, dass man einfach nur Dinosaurier erschafft, dass die groß werden und dann sind sie halt groß. Ja. Hier ist vor allem die Kampagne das Wichtigste und dass man sozusagen eine Story spielt, wo man sich die ganzen Skins freischalten kann und die gesamten Dinosaurier. Und ja, ehrlich gesagt weiß ich dazu nicht so recht, was ich davon halten soll. Also an sich finde ich, das ist es mir eigentlich egal, weil ich spiele es ja sowieso ziemlich durch. Zwar nicht zu 100%, aber zumindest die Kampagne mache ich und die ganzen neuen Spielemodis werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren, wie die so sind. Weil gerade der Chaos Fury Mode und so ist ja ein ziemlich interessantes Szenario. Das wäre so ein Was-wäre-wenn-Moment, wo halt bestimmte Teile der Story nachgestellt werden. Und dann sozusagen sowas ist wie, was wäre wenn? Ich kann mir da vor allem vorstellen, dass man da zum Beispiel einige Jurassic Park Stories nachspielt, wie zum Beispiel, was wäre wenn der Dinosaurier, der Tyrannosaurus in San Diego eingesperrt worden wäre, anstatt dass er zurück auf die Insel käme oder sowas.
Solche Szenarien könnte ich mir zum Beispiel ziemlich cool vorstellen. Oder was wäre, wenn John Hammond der Jurassic Park gelungen wäre? Was wäre, wenn Indominus Rex nicht ausgebrochen wäre? Wobei mir da gerade die Theorie einfällt, dass vielleicht sogar Hybriden wie Indominus Rex eventuell sogar doch enthalten sein könnten. Gerade nur wegen dieser Sache. Aber darüber könnte ich vielleicht nochmal ein anderes Theorienvideo machen, weil ich wollte nämlich der Zeit jetzt erstmal nur dieser Meldung widmen. Aber was denkt ihr darüber? Diesen Gedankengang, den ich jetzt hatte, könnte der für euch selbstverständlich sein, dass solche Hybriden wie Indominus Rex doch nochmal bei Jurassic World Evolution 2 auftreten könnten? Oder ist das vielleicht ein kleines bisschen zu weit hergeholt? Man denkt er sich vor allem, dass die Hybriden eventuell ja auch wieder mitspielen könnten bei Jurassic World Evolution 2. Und der einzige Grund, die wieder reinzubringen, wäre vor allem wegen den Chaos Fury Mode. Deswegen denke ich mir so, ja, das könnte möglich sein. Aber abgesehen davon, yo. Freischaltbares hin oder her, die meisten mögen zwar vielleicht jetzt nicht besonders erstaunt darüber fühlen, aber wie gesagt, mir ist es egal. Ich werde für euch das Spiel spielen, beziehungsweise ich werde das Spiel spielen und damit auch die Kampagne und das alles durchmachen und zumindest versuchen durchzumachen. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Aspekt. Ich will unbedingt das Spiel so kennenlernen, wie auch Jurassic World Evolution 1 kennengelernt habe. Und deswegen sage ich immer her damit. Ich will spielen, ich will es erleben. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt von heute. Also abonniert meinen Kanal, klingelt das Glöckchen und dann sieht man sich auf jeden Fall beim nächsten Mal hundertprozentig wieder. Also bis zum nächsten Mal, bis bald. Ciao.